Zeitenwende in der Atompolitik. Anlass für den radikalen Kurswechsel der Regierung, das Desaster in Fukushima. Jetzt sucht die Politik nach Wegen aus der Atomfalle. Denn tatsächlich scheint Deutschland mit seiner Abhängigkeit vom Atomstrom in einer Falle zu sitzen. Bürgerinitiativen und Umweltverbände kämpfen nicht erst seit Fukushima für einen schnellen Ausstieg. Sie proklamieren die Gefahren der Kernkraft. Hier bei einer Großdemonstration vor dem Kernkraftwerk Gundremmingen. Auch kleine Kinder haben sie mitgenommen. Es herrscht Konsens. Vor allem Kinder und Jugendliche sind die Leidtragenden des Atomzeitalters. Ein Thema ist auch die Informationspolitik der Betreiber. Der Kernkraftgegner Raimund Kamm erinnert an einen Störfall im Block A des Kraftwerks Gundremmingen. Und das war nicht nur ein Unfall. Am 13. Januar 1977, vier Tage später, und wer jetzt die Unfallberichte von Fukushima verfolgt, kann sich das eine oder andere vorstellen, vier Tage später wollte man dann den Reaktor wieder betreten. Dafür musste er erst gelüftet werden. Und da ist viel Radioaktivität freigesetzt worden und die Menschen sind nicht hier gewarnt worden. Unter dem Motto, am 17. Januar 1977 lassen wir 100 Curie oben raus, haltet die Fenster geschlossen oder reist von hier. Das hat niemand gesagt. Wer in den letzten Jahrzehnten vor den Gefahren der Kernkraft warnte, machte sich oft zum Außenseiter. Das ist jetzt anders. Völlig gegensätzliche Positionen zu den Demonstranten, die CSU-Basis in Augsburg. Der technische Geschäftsführer des Kernkraftwerks Gundremmingen bezweifelt noch immer, dass Deutschland aus Fukushima Konsequenzen ziehen muss. Meine These ist, in Japan handelt es sich nicht um das Thema Restrisiko. Es handelt sich auch nicht um das Thema Japan als kerntechnisches Hochtechnologieland. Das ist es eben nicht. Wie wir sehen, es lag ein ganz klarer Auslegungsfehler vor. Und bei der sachlichen Analyse wäre die überhastete Energiewende aus unserer Sicht nicht erforderlich gewesen. Wie kommt es, dass es möglich ist, und Sie haben das, Herr Doktor, sehr richtig gesagt, wenn Fukushima durch Fehler des Betreibers entstanden ist, ja? Warum sagen wir das nicht? Warum geben wir diese Analyse nicht der Allgemeinheit bekannt? Die Grünen reden immer von Störfällen. Jedes Vorkommen. Und wenn irgendwo auf dem Klo im Kernkraftwerk das Licht ausgegangen ist, ist bei denen ein Störfall. Und wenn es denen gelingt, in einer Wahlkampfsituation ein irgendwie geartetes Ereignis zum Störfall hochzustilisieren, dann sind wir, die Atomkraftlobbyisten, diejenigen, die am Schluss die Verantwortung dafür tragen müssen. Der Totalschaden in Block A des nahen Kernkraftwerks Gundremmingen scheint vergessen zu sein. Doch komplexe Systeme wie Atomkraftwerke reagieren sensibel auf scheinbar harmlose Fehler. Man weiß schon seit langer Zeit, dass auch kleine Ereignisse sozusagen in komplexen und eng gekoppelten technischen Systemen Systemunfälle verursachen können. Dass die entscheidende Veröffentlichung war schon 1984 von Charles Perrow, der behauptet hat, dass Katastrophen in solchen Systemen normal sind, zu erwarten sind. Was muss denn da passieren? Bringen Sie mal ein Beispiel. Es könnte sich um einen Schraubenschlüssel, der irgendwo liegen geblieben ist, oder es gab einen Fall, in dem eine Taschenlampe kaputt ging und ein Wartungsteam eine Kerze stattdessen einsetzte, die dann vergaß, was wiederum zu einem Störfall führte und so weiter. Gerade solche Ereignisse, es kann auch ein Erdbeben sein oder irgendwas, Ereignisse, mit denen man nicht rechnet, die nicht in die Sicherheitskalkulation eingehen, können derartige Unfälle auslösen. Und insofern sind alle Sicherheitsgrundlagen sehr, sehr fragwürdig. Was damals zum Totalschaden des Blocks A im Kernkraftwerk Gundremmingen führte,
erfuhren die Anwohner nur scheibchenweise, obwohl innerhalb von 11 Stunden diverse radioaktive Stoffe freigesetzt wurden. Allerdings, sagt der Betreiber, innerhalb der damals gültigen Grenzwerte. Also das Beispiel vom AKW Gundremmingen 1977 ist ein dramatisches, negatives Beispiel, das nämlich zeigt, dass auch bei uns bagatellisiert wird, verharmlost wird, dass der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit gesagt wird. Es ist damals natürlich als quasi Störfall, der aber ohne jegliche größere Auswirkungen geblieben ist, gehandelt worden. Nach und nach kam die Wahrheit ans Licht, dass das gesamte Reaktorgebäude bis 3 Meter unter Wasser stand, dass entsprechend dann auch radioaktive Verseuchung des gesamten Gebäudes eingetreten ist und dass die daraus resultierenden neuen Auflagen so groß waren, dass es letztendlich nicht mehr ökonomisch war, dieses Atomkraftwerk weiter zu betreiben. Es ist aber natürlich sehr viel Radioaktivität in die Umgebung gelangt. Es wurde bagatellisiert, wurde nicht informiert, wurde nicht davor gewarnt. Gar nichts ist passiert. Und das heißt, der Staat als Unterstützer dieser Entwicklung hat seine zentrale Schutzfunktion für die Bevölkerung abgegeben. Er hat nicht die Bevölkerung geschützt, sondern die Betreiber des Atomkraftwerkes. Gundremmingen. Eine wohlhabende 1500-Seelen-Gemeinde, die vom Kernkraftwerk über Jahrzehnte hinweg finanziell profitiert hat. Ein modernes Kulturzentrum und ein repräsentatives Rathaus zeugen von sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. Viele Einwohner sind Mitarbeiter des Kernkraftwerks. Ein Kommentar zum Atomausstieg ist ihnen nicht zu entlocken. Die Menschen im Umland allerdings haben Angst. Nicht nur die Freisetzung bei Störfällen, auch niedrigschwellige radioaktive Strahlung steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Ein Hausarzt aus dem 5 Kilometer entfernten Eislingen. Wenn ich das vergleiche mit meiner Tätigkeit während der ersten 10, 15 Jahre, dann sind es wesentlich mehr Fälle. Inzwischen haben wir auch 3 Fälle von Kinderkrebs, 2 mit Kinderleukämie, 1 mit einem Gehirntumor. 2 davon sind leider schon verstorben. Das dritte Kind geht so einigermaßen jetzt. Aber bei Erwachsenen ist es sehr häufig und ich habe das Gefühl immer mehr. Wir haben hier am Ort vor kurzem 3 Fälle mit Darmkrebs fast gleichzeitig gehabt. In ihren Ängsten bestätigt fühlten sich die Bürger im Umland durch die sogenannte Kinderkrebsstudie von 2007. Der Auftraggeber war das Bundesamt für Strahlenschutz. Wie sieht der Landrat im benachbarten Dillingen das Ergebnis der Studie? Bedrückend, denn diese Studie hat zum Ausdruck gebracht, die Tatsache nochmals zum Ausdruck gebracht, dass in diesem nahen Umkreis um die AKWs eine erhöhte Leukämierate bei Kleinkindern bis zu 5 Jahren festzustellen ist. Es ist zwar wissenschaftlich nicht bewiesen, dass es die Kernkraft ist oder dass es allein die Kernkraft ist, aber die Tatsache als solche, dass es eine erhöhte Kinderkrebsrate gibt, die lässt sich nicht wegdiskutieren. Und daher und auch aus vielen anderen Gründen bin ich der festen Überzeugung, dass wir so schnell wie möglich die Kernkraftwerke abschalten sollten. Die Kernkraft als scheinbar sichere, billige Energiequelle. Bis Fukushima galt sie als unverzichtbar. Doch unkalkulierbare Folgekosten wie Gesundheitsgefahren oder die ungelöste Endlagerung wurden bisher nicht in die Berechnungen einbezogen. Außerdem müssen die Anlagen vor Terror und Kriminalität geschützt werden. Ein gigantischer finanzieller Aufwand. Nicht nur für den Betreiber, auch für den Staat. Eine Mahnwache der örtlichen Bürgerinitiative. Die Mitglieder kritisieren, wie sich der Betreiber mit flächendeckenden Spenden um Akzeptanz in der Region bemüht. Wer bekommt diese Spenden? Das sind soziale Einrichtungen ganz oft. Das sind Kinderheime oder die beteiligen sich auch an so Rettungsfahrzeuge oder solche Dinge. Schulen weiß ich auch schon so Sachpreise, dass sie bekommen haben vom Kernkraftwerk bei so Lesewettbewerben und so. Also das weiß ich ganz sicher. Ist das dann so ein Grund, weswegen die Stimmung gut ist, obwohl jetzt die Kernkraft ja so in der Diskussion ist? Also die Stimmung gut kann man jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass es so ist, dass es eher eine Kultur
des sich nicht artikulierens ist. Also man nimmt die Spende natürlich gerne an. Unter vorgehaltener Hand kann man aber zum Beispiel im Bereich der freien Wohlfahrtspflege durchaus hören, dass die Geschäftsführungen dort gegenüber Atomkraft sehr kritisch eingestellt sind. Wenn man aber dann fragt, positioniert euch doch bitte, gebt ein Signal in die Region, ihr seid auch gegen Atomkraft, dann heißt es, wir wollen da bitte nicht genannt werden, weil wir ansonsten Teil unseres Spendenaufkommens einbüßen. Ob das Grundschulen sind, Hauptschulen. Die Schulen Lauingen, in Dillingen, Wörtingen, also die kriegen regelmäßig ihre Computer, werden die Computerräume ausgestattet mit neueren Modellen. Also da sehen wir ein Riesenproblem. Es werden auch Schulklassen eingeladen ins AKW, die wo das dann besichtigen können und die wo da halt einfach das mitkriegen. Also kritische Dinge sind einfach auch nicht erlaubt. Das Kernkraftwerk als Wohltäter. Kritik verstummt oft von selbst. Bis 2010 hat Sabine Nagel als evangelische Pfarrerin in der Region gearbeitet. Früher hat sie die Kernenergie befürwortet. Dann, nach intensiver Beschäftigung mit der Materie, wurde sie zunehmend skeptisch. Auch ihr macht die Spendenpraxis Sorgen. Auch Kirchen haben Spenden angenommen, auch meine eigene, in der ich tätig war. Nach meiner sozusagen Kehrtwende habe ich auch das problematisiert, wobei ich es prinzipiell für problematisch halte, ganz egal, wie man die Frage der Sicherheit nun bewertet, auch jetzt beziehe ich mich mal auf die Kirchen, als Kirchen Spenden anzunehmen, weil man sich dadurch immer irgendwie abhängig macht. Wer, das formuliere ich auch ganz selbstkritisch auf meine Person bezogen, wer eben bei diesem Kernkraftgespräch zum Beispiel ist oder eingeladen war und am großen Buffet teilgenommen hat, fühlt sich vielleicht später etwas schuldig, wenn er dann kritisch Stellung nimmt. Und es ist immer irgendwie eine Gratwanderung. Als sie anfing, vor dem Kernkraftwerk religiöse Mahnwachen abzuhalten, geriet die Pastorin zunehmend ins Visier der Betreiber. Und das, obwohl alle Veranstaltungen friedlich und korrekt angemeldet waren. Ich persönlich war jedes Mal betroffen, wenn ich auch vom Betreiberseite fotografiert wurde. Und das heißt natürlich auch mein Auto und die Menschen, die in meinem Auto mitgekommen sind, das Nummernschild. Ich war auch betroffen zu erleben, wie Arbeiter, die zu ihrer Schicht kommen, durch unseren Vater-Unser-Kreis durchradeln mussten. Ich war nicht damit einverstanden, dass von Betreiberseite die Schranke mit lautem Geklingel rauf und runter gezogen wurde. Das wurde dann auch von der Polizei untersagt. Das empfand ich als Schikane. Auch wir waren dem Werkschutz suspekt. Gleich zweimal musste die Polizei unsere Personalien aufnehmen. Die Atomkraft als Staatsziel, das ist vorbei. Die CSU-Basis allerdings fühlt sich übergangen. Lass uns jetzt diesen Weg gemeinsam gehen. Es ist kein Irrweg, sondern ist ein Weg, der demokratisch jetzt hier an der Stelle vorgezeichnet wird. Und der aus meiner Sicht... Demokratisch. Ja, na, das ist schon demokratisch. Also, naja, jetzt schauen Sie, das ist der Vorzug der Seniorenunion, dass ihr nicht mehr gewählt werden müsst. Das muss ich jetzt auch mal in der Deutlichkeit sagen. Dass wir aber so kann man nicht mit den Mitgliedern umgehen, dass man das nicht von unten her diskutiert und nur von oben, der Herr Seehofer. Das stimmt sagt, so doch nicht. Was hast du denn für einen Wert? Entschuldigung, was hast du denn für einen Wert? Ich habe es doch vorhin deutlich gesagt, wenn wir sagen, geradlinig. Vorwärts, Marsch und so wie in Wackersdorf seinerzeit in die Thematik kommen, das Ding haben. Nee, es geht doch nicht um Posten, es geht um Mehrheiten. Um die Frage, ob ich noch die Chance habe, in dem Land was zu gestalten oder nicht. Um das geht's. Ich verstehe den ganzen Ausstieg nicht. Ich verstehe auch nicht Herrn Seehofer. Wenn wir wissen, dass durch den Ausstieg Bayern benachteiligt wird, dann müsste doch der Ministerpräsident so weit sein, dass er darauf hinweist und das ausgleicht.
Tumult an der Basis auch in CDU und FDP. Die Atomlobby klagt wegen der Brennelementesteuer. Die Kanzlerin ließ sich durch das Schlachtgetöse nicht beirren. Aber wie glaubhaft ist der plötzliche Sinneswandel? Die Risiken waren lange vor Fukushima bekannt. Ein Mitglied der Ethikkommission Sichere Energieversorgung. Warum Fukushima jetzt ganz andere Reaktionen hervorgerufen hat, deute ich so. In Tschernobyl waren so Erklärungsmuster, das ist ja der Ostblock, das ist eine minderwertige Technologie, das waren Bedienungsfehler, das sind Techniker, die dem nicht gewachsen sind. Diese Erklärungsmuster waren sofort parat. In Fukushima geht das so nicht. Da ist klar, ein Hochtechnologieland, beste Technologie, beste Techniker. Und die stehen davor und müssen sagen, wir wissen nicht, was passiert. Das war ja das eigentlich Schockierende, neben dem, was alles noch an Langzeitschäden noch kommen wird, was wir jetzt noch gar nicht wissen, dass über lange Zeit die überhaupt nicht wussten, was in dem Reaktor passiert und wie man an das Problem rangehen soll. Und ich glaube, das hat einen ganz tiefen Schock, auch ein tiefes Umdenken bei auch Befürwortern der Kernkraft ausgelöst. Der Entschluss der Kanzlerin, eine Ethikkommission einzusetzen, war umstritten. In Kreisen der Industrie, aber auch von einigen Abgeordneten, wurde grundsätzlich bezweifelt, ob Energiepolitik eine Frage der Moral sei. Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer sieht das anders. Natürlich ist eine Frage der Moral und der Ethik, ob wir für unseren heutigen Wohlstand Kosten auf die Zukunft abwälzen wollen. Das ist im hohen Maße eine Ethik, nicht nur auf die kommende Generation, sondern auf andere Menschen in der Welt, die den Vorteil, den wir daraus ziehen, überhaupt nicht haben, aber die möglichen Nachteile. Es ist eine grundethische Frage, ob man nicht Risiken, die man eingeht, wieder bewältigen kann, dadurch, dass man weniger risikoreiche Lösungen dafür hat. Und es ist nachzuweisen, dass das der Fall ist. Alles das sind sehr grundsätzlich ethische Fragen. Und wir haben sehr davon profitiert, dass wir Kirchenvertreter dabei hatten, dass wir Professoren der Ethik, der Gesellschaftswissenschaften dabei hatten. Und wir haben sehr engagiert und nicht immer einheitlich diskutiert, haben dann aber, glaube ich, eine gemeinsame Position gefunden, die nicht die heiße Kartoffel wegwirft, sondern sie so weit behandelt, dass sie auch für andere in die Hand genommen werden kann. Ich habe in der Ethikkommission eines gelernt, was die Debatte seit 1987 deutlich verändert hat. Die Argumente gegen die Atomenergie sind nicht andere geworden. Das hat sich nicht geändert. Aber die Alternativen sind greifbarer geworden. 1987 konnte man in der Tat noch sagen, erneuerbare, den Begriff gab es damals noch nicht, Energie gibt es sehr wenig. Wir wären dann in Erdöl gegangen, vielleicht in Gas damals oder in Kohle. Da wissen wir natürlich heute durch die CO2-Belastung, dass das keine Alternative sein kann. Wichtig ist ja auch bei dem Ausstieg, den wir jetzt machen, dass wir nicht dies zulasten des CO2, nicht zulasten der Atmosphäre machen, indem wir den CO2-Ausstoß erhöhen. So, da sind die Alternativen heute klarer. Allein der technologische Fortschritt, den wir in den letzten 10 Jahren in der Erzeugung von Windenergie und Sonnenenergie haben und der Fortschritt, der noch zu erwarten ist, der macht es heute leichter, über Alternativen zu reden und wirklich dann abzuwägen. Erneuerbare Energien und dezentrale Anlagen sind die Zukunft. Doch auch sie bergen Zündstoff, wenn die Betreiber sich zu wenig um die Belange der Bevölkerung kümmern. Je höher Windräder sind, desto gravierender ist die Lärmbelästigung für die nächsten Anwohner. Ärger gibt es immer dann, wenn die Abstände zur Wohnbebauung zu gering sind. Seit im vergangenen Herbst in 600 Meter Entfernung zu ihrem Grundstück in Seehausen bei Bremen 150 Meter hohe Windräder installiert wurden, kommt Anna Kutschbach nicht zur Ruhe. Wenn die Anlagen mit Vollleistung laufen, ist an einen Aufenthalt im Garten nicht zu denken. Auch im Haus lässt es sich kaum aushalten. Silke Meyer wohnt in der Nachbarschaft. Sie und ihre Familie haben dasselbe Problem wie Anna Kutschbach. Ich bin überhaupt nicht gegen Windenergie. Ich finde Windenergie ganz wichtig, gerade jetzt. Also müssen wir in die regenerativen Energien hineingehen. Und ich kann, glaube ich, für das ganze Dorf sprechen. Wir waren immer dafür. Wir leben lange mit Windrädern schon. Wir hatten vorher 4 Windkraftanlagen hier an der Weser stehen. Die sind nun abgebaut worden. Das waren kleinere Anlagen. Und nun sind eben diese großen Anlagen aufgestellt worden. Und dadurch ist erst das Problem entstanden. Und ich denke, das ist auch ein Problem. Die Akzeptanz für Windenergie ist ja eigentlich relativ hoch in der Gesamtbevölkerung.
Nur die meisten Bürger wissen gar nicht, was es bedeutet, jetzt in der Nähe solch hoher Anlagen zu leben. Das wussten wir ja vorher auch nicht. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Und nun sind einfach diese Geräusche so wahnsinnig stark. Und das ist das, was uns so wahnsinnig beeinträchtigt. Also das, was wirklich so quälend ist, ist dieser Rhythmus. Das ist was, was einen einfach verrückt macht. Und es macht einen eben auch krank. Das belastet das vegetative Nervensystem. Also man wird reizbar, man kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Das ist wirklich krankmachend. Und für mich ist das Körperverletzung, was da passiert. Wenn das jetzt die Energien sind, auf die wir uns alternativ zubewegen müssen natürlich auch, dann ist es ganz wichtig, dass wir als betroffene Bürger auch sagen, wir sind für Windkraft oder auch für Windkraftanlagen, aber unter Berücksichtigung der Lebensräume der Menschen und der Tiere. Denn es ist doch wirklich eine starke Belästigung. Und wenn man jetzt im Vornherein guckt, wo stellt man die Anlagen auf, dann hat man vielleicht in ein paar Jahren nicht die Probleme, dass die Bürger wirklich auch enorm Druck machen, weil sie einfach nicht mit den Windkraftanlagen leben möchten oder nicht können. So, das ist eigentlich das Anliegen. Silke Meier hört die Windräder an zwei Seiten ihres Hauses. Je nach Windstärke eine nervenaufreibende Dauerbelastung. Die Leute, die sich ein Urteil darüber erlauben möchten, über Äußerungen gegen Windkraftanlagen, die sollen wirklich mal herkommen an einem Tag, wo es stark weht, und sollen sich hier mal aufs Sofa setzen oder sollen mal in den Garten kommen. Und dann kann man sich ein Urteil erlauben. Und dann wird jeder sagen, es ist wirklich eine starke Beeinträchtigung. Anna Kutschbach und Silke Meier wehren sich dagegen, dass die Klagen der Anwohner als Hysterie abgetan werden. Die Belastung, meinen sie, muss von unabhängiger Seite erforscht werden. Problematisch ist es auch, die Investoren bestimmen zu lassen, wie und wo ein neuer Windpark entstehen soll. In Berg am Starnberger See hat die Gemeinde ähnliche Probleme. Ein Privatmann hat auf seinem Grundstück ein Windrad installiert, das in der Nachbarschaft für Unfrieden sorgt. Bei unserem Berger Windrad, sage ich immer, ist es so, dass es nicht in erster Linie die Belästigung durch oder die Lärmbelästigung ist, sondern vor allen Dingen ist es der Schattenwurf. Besonders im Frühjahr und im Herbst, wenn die Sonne schräg einfällt, dann gibt es sogenannte Disco-Effekte in den Wohnungen. Was heißt Disco-Effekt? Das heißt, wenn die Sonne direkt in die Räumlichkeiten einstrahlt und diese Sonne ständig durch die Rotorblätter unterbrochen wird und somit ein ständiger Wechsel von Licht und Schatten stattfindet. An diesem Aussichtspunkt will der Investor jetzt ein zweites Windrad installieren. Das Grundstück gehört ihm. Die Gemeinde Berg setzt alles daran, das zu verhindern. Im Eilverfahren hat sie gerade den Flächennutzungsplan geändert. Als das erste Windrad viel zu nah an den umliegenden Häusern gebaut wurde, war die Gemeinde machtlos. Jetzt weiß sie sich zu wehren. Man muss natürlich den Standort für solche Windkraftanlagen schon entsprechend aussuchen. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es eine Provokation für die Bevölkerung. Eine Lösung ist gefunden in diesem Waldgebiet. Ja, der Gesetzgeber hat diese Windkraftanlagen privilegiert. Das heißt, die dürfen im Außenbereich genehmigt oder gebaut werden, müssen sogar genehmigt werden. Und wir treten dem jetzt entgegen, indem wir den Flächennutzungsplan ändern und hier Standorte suchen, die geeigneter sind. Wir sind ja nicht gegen Windkraft, im Gegenteil, wir wollen ja alternative Energien. Und wir suchen Standorte, die die Bevölkerung nicht beeinträchtigen, die dem Natur- und Artenschutz gerecht werden und auch dem Orts- und Landschaftsbild nicht abträglich sind. Die Gemeinde nutzt ihren Gestaltungsrahmen, auch um die Akzeptanz für erneuerbare Energien zu stärken. Ein ehrgeiziges Projekt des Bistums Eichstätt. Zug um Zug will Bischof Hanke sämtliche Einrichtungen auf erneuerbare Energien umstellen. Wir planen momentan an einer unserer Schulen, die dann im Endausbau über 1500 Schülerinnen und Schüler haben wird, ein Wasserkraftwerk, eine Solaranlage, eine Hackschnitzelanlage und werden die CO2-Emissionen auf ein Drittel, weniger als ein Drittel des bisherigen Ausstoßes senken können und natürlich dann auch ein umweltpädagogisches Konzept
in das Schulprofil integrieren können. Also das sind alles Entwicklungen, die nicht top-down gesteuert wurden, sondern hier ist ein Netzwerk, hier sind kleine Zellen, die sich sozusagen gegenseitig ermuntern. Und selbstverständlich als Bischof stehe ich hier voll dahinter und mache auch solchen Initiativen Mut und versuche auch Raum zu geben. Mit diesem Kirchenbau hat das Bistum seine zukunftsweisenden Pläne bereits verwirklicht. St. Bonifaz in Dietenhofen wurde 2009 fertiggestellt. Eine Photovoltaikanlage liefert komplett die Energie für die Heizung durch eine Wärmepumpe. St. Bonifaz ist die erste energieautarke Kirche in Deutschland. Seit Jahren engagiert sich Bischof Hanke für einen konsequenten Umweltschutz. Dass erst Fukushima zu einem Umdenken geführt hat, befremdet ihn. Ich persönlich kann mich nicht anfreunden mit einer Katastrophenethik. Also es ist immer schlimm, wenn ein Wandel durch eine Katastrophe, durch den Schaden, den andere Menschen genommen haben, herbeigeführt wird. Denn ethisches Verhalten, bürgerliches Bewusstsein müsste eigentlich davon ausgehen, dass man den Argumenten folgt, dass die Argumente selbstredend sind und dass man auf dieser Basis der Argumente zur Einsicht kommt und dann entsprechend handelt. Mich persönlich hat die Ethikkommission ratlos gemacht, denn die Argumente für den Ausstieg aus der Atomenergie, die sind keine andere als vorher. Vor einem Jahr waren die Argumente auch schon auf dem Tisch. Und ich fürchte, dass solche Kommissionen letztlich begriffen werden könnten als eine Bankrotterklärung der Politik, selbst Verantwortung zu übernehmen und selbst den besseren Argumenten zu folgen. Ende Mai, Großdemos in mehreren deutschen Städten, hier in München. Über 12.000 Teilnehmer fordern einen sofortigen Verzicht auf die Kernenergie. Dem Atomausstieg der Regierung trauen viele nicht. Die Laufzeitverlängerungen vom letzten Herbst haben Misstrauen gesät. Einer der Redner ist der bayerische DGB-Chef Matthias Jena. Wir bezahlen für das Risiko und die Gewinne machen die Konzerne. Ob bei der Bankenrettung oder bei der verfehlten Energiepolitik. Das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld bei Schweinfurt. Ursprünglich sollte es 2014 abgeschaltet werden. Dann kam die Laufzeitverlängerung. Jetzt soll der Meiler Ende 2015 vom Netz gehen. In Grafenrheinfeld zeigt sich das gleiche Phänomen wie in Gundremmingen. In Gemeinden, die von der Gewerbesteuer der Kernkraftwerke profitieren, empfinden viele Bürger die Kritik an der Atomkraft als überzogen. Anders ist die Stimmung in der Region. Hier glauben viele, dass die Großtechnologie Atomkraft nicht beherrschbar ist. Sorgen macht ihnen vor allem das Zwischenlager. Ich meine, diese Lagerung jetzt in dieser Halle im AKW Grafenrheinfeld, das ist ungenügend. Es ist wirklich eine Lagerhalle. Diese Lagerhalle hat Lüftungsschlitze. Die müssen sein, weil da eine enorme Wärmeentwicklung ist. Also es würde viel zu heiß, wenn das jetzt diese Lüftungsschlitze nicht geben würde. Wenn an einem der Behälter ein Defekt auftritt, wenn da was undicht wird, dann tritt Radioaktivität ungehindert aus, und zwar in die Umluft durch diese Lüftungsschlitze. Und das wird uns so der Bevölkerung einfach so aufgebürdet und man sagt, naja, die müssen jetzt für 40 Jahre, war das angeblich berechnet, müssen die jetzt einfach dicht halten. Und man ist davon ausgegangen, danach werde das alles dann in das Endlager kommen. Dieses Endlager haben wir nicht und es ist ja auch nicht in Sicht. Im benachbarten Garstadt betreiben Sylvia und Armin Braun eine Ökolandwirtschaft. Das Zwischenlager war ihnen schon immer ein Dorn im Auge. Doch erst die Katastrophe von Fukushima hat dem Ehepaar bewusst gemacht, was ein Störfall in Grafenrheinfeld für ihre Familie bedeuten würde. Ja, also ich habe mir also lange eigentlich wenig damit befasst, aber seit in Japan jetzt
dieses Vorkommnis war, macht man sich wirklich ganz intensive Gedanken damit. Was wird wohl sein? Wir haben hier einen Stall stehen, wir haben Lagerhallen stehen, wir haben ein Gehöft und die Felder drumherum, die 50 Hektar, wir bauen die verschiedensten Kulturen an. Und das ist ein gewachsener Betrieb, den haben schon mal Vater, den haben mal Großeltern und noch Generationen davor dahin gebracht, wo er jetzt ist. Und es wäre ja dann auf einen Schlag, eigentlich hätten wir alles verloren. Ich kann mir zumindest, also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe schon ein paar Mal probiert, aber ich kann mir irgendwie die Vorstellung nicht reinholen, wie das dann sein soll, wo ich irgendwo eine neue Bleibe finde, in gleichwertigem Zustand oder wo ich dann weiter existieren könnte, wo ich meine Familie ernähren kann. Weil sie es ja dann auch gar nicht mehr verkaufen könnten, den Grund, nicht? Der Grund ist wertlos, ich kann hier nichts mehr anbauen, es wird ja nichts mehr wachsen. Ich gehe mal davon aus, man könnte hier nicht einmal mehr leben. Und somit ist ja eigentlich jegliche Existenz dann genommen. Eigentlich hat es ja mal geheißen, dass ein Super-GAU nur einmal in 10.000 Jahren passieren kann. Und jetzt ist er schon zweimal in 25 Jahren passiert. Redet ihr darüber? In der Schule auch? Also in der Schule reden wir nie drüber. Nie? Wirklich nie. Also es war sogar mal so, dass Ende der zweiten Klasse meine Tochter eine Lehrerin hatte, die Ausmalbilder mitgebracht hat. Und auf diesen Ausmalbildern, da war immer ein Kernkraftwerk drauf. Und das sollten sie in strahlenden, schönen Farben ausmalen, das Kernkraftwerk. Und die Bilder wurden dann benotet und wurden auch oben im Klassenzimmer schön aufgehängt. Also das finde ich jetzt makaber, aber sowas gibt's. Und den Kindern wird es so vielleicht als schön verkauft, ich weiß nicht. Haben Sie die Lehrerin angerufen und gefragt? Ja, die Lehrerin habe ich privat angesprochen und habe gesagt, dass mir das nicht gefällt und dass ich das nicht gut fand. Lernmaterialien mit Werbebotschaften für die Atomenergie sind keine Seltenheit. Ob sie jetzt wohl aus den Klassenzimmern verschwinden? Große Sorgen machen sich Eltern von Kleinkindern. Die Kinderkrebsstudie hat viele alarmiert. Als Manuela und Thomas Geißler in dieses Haus zogen, hieß es, Grafenrheinfeld würde definitiv 2014 abgeschaltet. Dann kam die Laufzeitverlängerung. Seitdem ist ihr Vertrauen gestört. Man verlässt sich auf Gesetze, bestehende Gesetze, die 10 Jahre Ruhe gehalten haben. Und man kommt hierher, macht die Investitionen, die Planungen, auch der Arbeitsplatz und so weiter. Das ist ja auch nicht so, ohne sich ständig umzuorientieren. Und da fühlen wir uns schon ziemlich verschaukelt. Ja. Das ist schon sehr negativ und wir wissen auch nicht, wie wir uns im Moment verhalten sollen, was wir überhaupt glauben sollen. Es ist latent immer so eine Angst da und eine Sorge und ob das hier richtig ist, hier zu wohnen. Zumal, also ich selbst hatte mal einen Tumor, ich hatte mal einen Krebs und bin ja auch hier im Umkreis aufgewachsen. Eine Freundin von mir, auch dort aufgewachsen, hat auch diesen Krebs bekommen. Und es gibt natürlich keinen Beweis dafür, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen den Strahlen und dem Krebs. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang da, weil das kann man gar nicht anders erklären, denke ich mal. Weitere Forschung ist notwendig, sonst wird die Diskussion um die Kinderkrebsstudie nicht verstummen. Der Status quo, Eltern haben Angst um ihre Kinder. Die Betreiber sagen, es gebe keinen Beweis. Umweltverbände fordern deshalb eine Beweislastumkehr nach dem Verursacherprinzip. Aufsehen erregte Anfang 2011 ein schon lange existierender Riss in einem Rohr des Primärkreislaufs. Der Betreiber E.ON schottete sich gegen alle Vorwürfe ab. Der TÜV, hieß es, hielte den Riss für harmlos. Dieser Riss hat hier in der Region natürlich die Leute stark verunsichert. Dann gab es eine Infoveranstaltung von der Stadt Schweinfurt. Und was da passiert ist, das lese ich Ihnen einfach mal vor. Der Ausspruch hätte dazu getaugt, eine völlig neue Schlagzeile rund um das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld zu produzieren, die durchs ganze Land gehallt wäre. Bei uns geht Wirtschaftlichkeit immer vor Sicherheit. Und ja, da gab es Jubel, weil die Kernkraftgegner, die zahlreich gekommen waren, so das Gefühl hatten, da hat jetzt die Pressesprecherin von E.ON wirklich mal die Wahrheit gesagt.
Wie hat sie denn dann reagiert? Das ist ja peinlich. Genau, es war ihr sehr, sehr peinlich. Und sie hat zurückgerudert und hat gesagt, sie hat es nicht gemeint und es sei ein Versprechen gewesen. Aber ich denke, das war dann ein freudscher Versprecher. Trotz aller Proteste, das defekte Rohr wurde erst im Mai ausgetauscht. Wolfgang Renneberg war bis 2009 Ministerialdirektor der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Das Risikomanagement hält er für problematisch. Das Besondere an diesem Riss war, dass man im Jahr 2010 ein Risswachstum festgestellt hatte. Und deswegen damals davon ausgehen musste, dass möglicherweise dieser Riss auch weiter wächst. Zu diesem Zeitpunkt hat der TÜV eine Stellungnahme abgegeben, die sich hinterher als falsch herausgestellt hat. Er ist davon ausgegangen, dass man diesen Riss plausibel erklären könnte. Die Materialprüfungsanstalt hat aber danach festgestellt, dass dieser Riss so nicht zu erklären ist, wie der TÜV ihn erklären wollte und dass die Leitung geprüft werden muss. Die kann aber nur geprüft werden, wenn sie ausgebaut ist und untersucht wird. Das hat der TÜV damals versäumt zu empfehlen im Jahr 2010. Deswegen ist die Anlage dann auch weitergefahren. Das Entscheidende dabei ist aber, dass die Bayerische Atomaufsicht dieses Verfahren so geduldet hat und nicht selber Kontrolle übernommen hat über das Verfahren. Sie hätte anordnen müssen, dass die Anlage so lange abgeschaltet wird, bis das Rohrleitungsstück herausgetrennt worden wäre und dann untersucht worden wäre. Das Bundesumweltministerium hatte das zweite Gutachten veranlasst. Das Ergebnis, der Riss sei ernst zu nehmen. Aufhorchen lässt auch ein interner Vermerk des Ministeriums. Darin wird die Rolle des TÜV als Generalgutachter problematisiert. Hubert Weiger teilt die Bedenken. Das, was im Bereich des TÜV AG läuft, ist eine der gefährlichsten Entwicklungen in den letzten Jahren. Der TÜV hat sich von einer mehr oder weniger unabhängigen Prüfinstitution, und deswegen hat er auch ein hohes Ansehen, zu einer Betreiberorganisation entwickelt, die vielfältig verflochten ist, auch über den TÜV e.V., mit direkt den Betreibern der Atomkraftwerke. Der TÜV ist gleichzeitig die einzige amtlich bestätigte Prüfkontrolleinrichtung, die dann auch die ganzen Gutachten macht, ob die Atomkraftwerke noch sicher sind. Das heißt, die Betreiber verdienen daran an entsprechenden Prüfberichten. Der TÜV hat damit natürlich auch gar kein Interesse, zu Gutachten zu kommen, die sagen, die Atomkraftwerke müssen stillgelegt werden, denn dann hat er ein ganz wichtiges zentrales Geschäftsfeld verloren. Der Staat macht sich abhängig, letztendlich zum Büttel von entsprechenden Betreiberinteressen, die aber nach außen so transportiert werden, als hätte der TÜV tatsächlich im Rahmen des wissenschaftlich fachlichen Möglichen objektiv geprüft. Bei der Laufzeitverlängerung wurden die Umweltverbände nicht gehört. Das hat sie nachhaltig verärgert. Jetzt will die Regierung sie in den geplanten Dialog zur Energiewende einbeziehen. Das könnte für mehr Öffentlichkeit sorgen, für unabhängige Kontrollen, vor allem aber für transparentere Strukturen. Wird denn eigentlich jetzt nach der Katastrophe in Fukushima überhaupt über solche Strukturen oder neue Strukturen nachgedacht? Oder bleibt es beim Alten? Was meinen Sie? Bisher bleibt es beim Alten. Wir sehen das hier an diesem Beispiel von dem Stresstest. Da hat man wieder das Unsinnige gemacht. Eine weitere Kommission, die Reaktorsicherheitskommission, RSK, in der ja ganz viele Atomkraftwerksbetreiber drin sitzen, die Abgesandten der Atomkraftwerksbetreiber, die hat man damit beauftragt. Die haben wiederum nur von den Atomkraftwerken sich Papiere kommen lassen. Aufgrund der Papiere haben sie dann Aussagen gemacht und das Ergebnis sieht danach aus. Wenn man herginge vom Staat, was wir fordern, dass man sagt, wir müssen aber nach dem Stand von Wissenschaft und Technik die Gefahren analysieren, betrachten, bewerten, um einen bestmöglichen Schutz des Landes, der Bevölkerung hinzukriegen. Wenn man das täte, dann würde man diesen unsinnigen Stresstest, der so oberflächlich war und wieder von Abhängigen gemacht wurde, würde man den nicht zur Grundlage der politischen Entscheidung machen.
Eine gewaltige Herausforderung ist auch der Rückbau der deutschen Atommeiler. Pro Kernkraftwerk rechnet man mit 500 Millionen Euro. Dieser Rückbau wird Jahrzehnte dauern und alles in allem Milliarden verschlingen. So ein AKW, das muss zurückgebaut werden. Da fallen dann wieder immense Mengen an kontaminiertem Material an. Man muss dann wissen, wohin damit, wo soll es gelagert werden. Das sind ja relativ alte Kraftwerke. Grafenrheinfeld ist 81 ans Netz gegangen. Dieses Material ist auch nicht so, dass es einfach dann nur so vor sich hinsteht, sondern es ist enormen thermischen Belastungen ausgesetzt. Und es veraltet und versprödet, es wird immer rissanfälliger. Dadurch sinkt einfach die Sicherheit einer solchen Anlage. In jeder Abwicklungsphase wird es ein Problem sein, die Betreiber dazu zu bringen, noch hinreichend viel in die Sicherheit der Anlagen zu investieren, weil sie natürlich befürchten müssen, dass sich das nicht mehr rentiert für sie. Insofern haben die Atomaufsichtsbehörden hier eine besondere Verantwortung. Meist ist nur von Erdbeben, Hochwasser und Flugzeugabstürzen die Rede, wenn es um die Sicherheit von Atommeilern geht. Vorrangig aber sei, sagen Experten, die sachkundige Kontrolle durch staatliche Aufsichtsbehörden. Nur so könne man Vertrauen schaffen. Ich glaube, die Erfahrungen mit der Atomenergienutzung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, zeigen, dass wenn es sich um handfeste ökonomische Interessen handelt, um handfeste staatliche Entwicklungsziele, der Bürger auf Aussagen des Staates leider Gottes nicht mehr vertrauen kann. Es gibt häufig eine Identität zwischen den staatlichen Aussagen und den Aussagen der Atomkraftbetreiber. Der Staat hat also seine zentrale Kontrollaufgabe letztendlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr wahrgenommen. Umso wichtiger ist das Engagement der Bürger, umso wichtiger ist die Unterstützung unabhängiger Institutionen. Es ist die einzige Chance, dass auch Zug um Zug die Wahrheit ans Licht kommt. Könnte man eigentlich auch sagen, dass diese Diskussion jetzt hysterisch ist? Nein, im Gegenteil. Ich würde sagen, das ist eine Diskussion, die völlig berechtigt ist. Bisher hat die Industrie und die Ingenieurwissenschaften entschieden, wie wir in unserer Gesellschaft leben sollen, mit welchem Risiko wir leben sollen, mit welcher Sicherheit wir leben sollen. Im Grunde ist das eine Frage, die wir alle entscheiden müssen und nicht allein irgendwie eine Sicherheitstheorie oder die Industrie. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist nur ein Anfang. Bürger- und Umweltverbände werden in Zukunft verstärkt darauf pochen, ungeschönte Informationen zu erhalten. Sie fordern mehr Mitsprache, neutrale Kontrollinstanzen und mehr Unabhängigkeit bei politischen Entscheidungen. Nur so kann die Energiewende mit all ihren immensen Herausforderungen gelingen.